Guten Morgen, liebe DSD-Schüler. Es hat die ganze Nacht geregnet. Es ist jetzt Dienstagmittag ungefähr. Und ja, da dachte ich, jetzt wo der Regen so halbwegs aufgehört hat, dann will ich mal kurz ein bisschen rausgehen und schauen, wie sieht es denn jetzt hier aus. Und wie ihr seht, hinter mir zieht dieser Fluss hier, der ist auch in Westville, zieht dieser Fluss einen richtig reißenden Strom mit sich und kann auch sicherlich vielleicht etwas weiter oben oder etwas weiter unten auch ein bisschen Schaden angerichtet haben. So ein Wasser kann manchmal ganz schön gefährlich sein. Ich habe eine Geschichte gehört und die möchte ich euch heute weitererzählen von einem Mann, der in einer richtig schlimmen Überströmung auf sein Hausdach klettern musste. Sein Haus war komplett überströmt und er musste tatsächlich, die einzige Stelle, wo er sich retten konnte, war oben auf seinem Dach. Und als er da saß, hat er dann zu Gott gebetet und hat gesagt, lieber Gott, bitte schick mir doch eine Rettung. Hilf mir, dass ich hier nicht ertrinken muss. Und zuerst kam ein Mann mit einem Ruderboot vorbei und sagt, komm, steig ein, ich bring dich in Sicherheit. Und er sagt, nein, 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 ich habe zu Gott gebetet und Gott wird mich retten. Na, und dann geht der Mann mit dem Ruderboot wieder weiter. Kann zwar nicht verstehen, wieso der Mann nicht eingestiegen ist, aber naja, was kann er machen? Ein paar Minuten später kam ein anderer Mann mit einem Motorboot vorbei und sagt, komm, steig ein, ich rette dich. Und wieder sagt der Mann, ich habe gebetet und Gott wird mich retten. Also du kannst ruhig weiterfahren. Auch der Mann mit dem Motorboot geht weiter und weiß wirklich nicht, was er jetzt mit dieser Antwort anfangen soll. Denn er hatte doch Platz im Boot. Schlussendlich kam ein Hubschrauber vorbei und er hat ein Seil runtergelassen bis zum Mann hin und dann wieder mit einem großen Lautsprecher aus dem Hubschrauber herausgerufen, komm, steig ein, wir sind der Rettungsdienst, wir kommen, um dich zu retten. Und wieder sagt der Mann, nein, nein, überhaupt nicht nötig, Gott wird mich retten. Nun können wir jetzt sagen, ja, das ist aber ein dummer Mann, Gott hat ihm doch dreimal Rettung geschickt und dreimal hat er es nicht angenommen. Aber ich denke, so sind wir Menschen oft. Wir haben dann schon, wenn wir beten, eine ganz genaue Vorstellung, wie die Antwort auf unser Gebet aussehen soll. Und so wie dieser Mann sagen wir dann manchmal, wenn Gott uns eine Rettung oder eine Antwort auf unser Gebet so vorlegt, sagen wir dann trotzdem noch, nee, die Antwort muss anders aussehen. Gott soll so antworten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es kann viele solche Situationen geben. Wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, beim Rechnen, beim Matheunterricht mitzukommen, und dann beten wir, dass Gott uns doch einfach bitte irgendwie hilft im Kopf, dass wir das alles hintereinander kriegen. Und dann kommt jemand, der in einer höheren Klasse ist und sagt, hey, komm, lass mich dir helfen. Und dann sagen wir vielleicht auch, ach, nee, ich habe doch jetzt gebetet, Gott wird mir schon helfen, dass ich irgendwie den Test durchkomme. Aber das ist ja vielleicht dann gerade die Hilfe, die Gott uns dann in dem Moment geben will. Gott antwortet unser Gebet manchmal auf sehr alltägliche Weise, mit ganz alltäglichen Lösungen. Wir müssen nicht immer auf irgendwelche großen, übernatürlichen Wunder warten, sondern oft auch einfach darauf vertrauen, dass Gott uns auch manchmal im Alltag auf ganz alltägliche Weise hilft. Das heißt jetzt nicht, dass Gott nicht trotzdem auch unglaubliche Wunder tut, die man nicht mit einem normalen Menschenverstand erklären kann. Das sage ich nicht, das tut er auch noch. Aber ganz oft hilft er uns auf ganz alltägliche Weise in unserem Alltag. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du auch in ganz alltäglichen Weisen unsere Gebete erhörst. Und danke dafür, dass du bei uns bist, jeden Tag und immer wieder auf neue unsere Gebete erhörst. Hilf uns doch, dass wir wirklich auch ganz offene Augen, gute Augen kriegen, dafür zu sehen, wann du auf verschiedene Weise unser Gebet erhörst. Und hilf uns darauf zu vertrauen, dass du tatsächlich unser Gebet erhören wirst. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. So, und dann wünsche ich euch noch eine gute Woche und hoffentlich bis zum Wochenende dann besseres Wetter.